Hallöchen, liebe YouTube-Leute. Und natürlich meine Lieben. Ihr seid ja alle meine Lieben. Weiter geht's mit der nächsten Runde. Heute am Samstagabend. Ja, der Hund, ne? Sein Frauchen ist übrigens wahrscheinlich, glaube ich, gerade heimgekommen und da dreht er immer ein bisschen durch vor lauter Freude. Er steht ja so auf sein Frauchen. Ja, ist aber eh schön. Oh mein Gott, das sind zwei. Sind die wahnsinnig? Die können ja zwei Aschebesten hinterher spinnen die? Spinnen die? Puh, wie stellen wir das jetzt an? später. Oder gleich? Ich weiß nicht. Wir haben gespeichert eigentlich, ne? Ich bin so speichersüchtig, es tut mir leid. Ich möchte doch zuerst die Nautilus probieren. Oder wir beschwören eine kleine Armee von Skeletten und versuchen, die umzurennen. Das wäre auch so eine Geschichte. Wie viele Nautilus-Verzauberungen haben wir noch? 5. Ich schaue nur mal, was es da drüben gibt. Ich glaube, das müsste der Ex-Mensch sein. Ja? Ja. Dann will ich sagen. Zeig mal deine Waffe bitte. Mortares. Wer bist denn du? Das ist ein Mortares. Heißt der einfach so? Wahrscheinlich. Ja. Hollo, hollo, hollo. Ja. Baum. Zack. Der hat sauber gesessen, der Schlag. Jo, passt. Die Büste. Okay, Büste eines Königs. Diese Büste habe ich im Priestergrab in der westlichen Vulkangrotte gefunden. Ein Stück Fleisch hat er, noch roh obendrein, die mögen es nicht gebraten. Und ein paar Goldmünzen. So, den Mana-Pilz nehmen wir freilich auch gern mit. Läuft. Geht doch. Und die schwere Truhe nehmen wir auch mit. Warum hat sich der hier eingeschlossen, der Depp? Saphir und kleiner Rubin nehmen wir auch gerne mit. Warum hat der sich da eingesperrt? Ah, ich verstehe schon. Wo ist sie denn, die Büste? Büste? Das da, ne? Perfekt. Das wäre jetzt der Rausweg gewesen. Müssen wir halt nochmal gehen. Und wir holen uns das Zeug gleich her mit Telekinese. Komm her, du Büste. Schwing, passt. Jetzt müssen wir allerdings nochmal darüber, fürchte ich, wegen dieser Aschebestien, wo ich immer noch nicht weiß, wie wir das jetzt am besten anstellen werden. Ja, wir stellen da was an. Es könnte aber auch sein, dass wir hier wirklich die Rüstung fertig... Na, das ist ein Blödsinn. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, wie wir das anstellen werden. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich würde hier gerne so eine Magiefalle aufstellen. Ich wäre zu gern bei Aragami. Wäre ich jetzt gern bei Aragami. So eine Schattenfalle hingestellt, anlocken, fusch, weg sind alle beide. Boah, das wäre so geil. Nein, das haben wir hier nicht. Deshalb müssen wir improvisieren. Erhöht die Kampfkraft im Nahkampf rübergehend um 50 Punkte. Ich probiere es mal so. Komm her, du Sau! Wo sind sie jetzt beide? Ja. Ja. Weg, 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 weg. Ja. Alter. Alter. Was? Was war? Bitte, das war jetzt ja Kindergeburtstag.
Alter Schwede! Speichern? Ja. Ja, fortsetzen. Alter Schwede! Leute, das ging gerade echt super. Wow. Okay. Ja, natürlich ist sie falsch. Ja, natürlich bricht ab. Dietrich ist abgebrochen. Schon wieder. Warte. Abgebrochen. Du Arsch. Ja. Jetzt aber. Wir haben 216 Goldmünzen, ein Mana-Trank, Verwandlung in eine Aschebestie und Pokal. Ja, den können wir hochheben. Ja. Saubere Arbeit. Was haben wir da? Eine Beere. Ich brauche Licht. Ah, schon besser. Eine Beere. Und das ist schon alles gewesen hier. Ja. Was ist das? Reiselust. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Wegen Erfahrung plus und so. Ja. Gut. Ich weiß immer noch nicht, welche Tränke ich da brauen soll. Auf jeden Fall Lebensenergie plus wäre echt eine feine Geschichte. Das wäre ganz was Schlaues. Ja. Also ist der Stachel vom Skorpion. Ich dachte schon, was liegt denn da so komisches? Alles gut. So. Und raus. Das war gerade mit Absicht. Hüstelchen. So. Das hier hatten wir schon, ne? Aber das da ist komisch. Ah, das hatten wir auch schon. Ich depp, passt schon. Alles gut. Ich habe keine Ahnung, was uns dahinter erwarten wird. Wir stellen mal die Büsten auf. König. Und König. War so klar, ne? Die Armee der Grata. Oh, Feuer! Feuer, 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 Feuer. Feuer, 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 Feuer. Du Kackbratzen, toter Priester. Geh einfach sterben, du Krüppel. Ja. So, geh sterben. Na komm. Der mit Magie ist echt nicht fein. Jawohl. Aber der ist gleich mal erledigt. Du Mistfink, du Dreckiger. Baum! Baum, chicka, baum, baum! Da kommt der nächste! Oh, weia, wei, wei! Ah, er hat auf Nahkampf gewechselt. So ein Glück. Wow! Baum! Baum! Du Dreckskerl! Baum! Komm her! Ich will dich nicht da drin looten müssen. Weicht er noch aus, ne? Der Dreckspatz. Aber jetzt. Wow. 12 Goldmünzen und ein kleiner Mana-Trank hat der Kerl. Yeah. Teleportstein, westliche Vulkangrotte. Super Stein der Teleportation mit dem Ziel westliche Vulkangrotte. Super. Dann einmal Skelett beschwören und Goldmünze. Uns fehlt nur mehr ein Teleporterstein. Boah, super. Ich dachte, das wären mehr. Hm? Ist keine Beschwerde. Ich bin nur verwundert. Super. Super, das freut mich. So, dann gehen wir weiter. Ich höre noch immer Ex-Menschen herumgrummeln. Das war sicher noch nicht alles, was wir hier erledigt haben. Die rum? Oh, da ist der Kopf. Der schaut ja mal cool aus. Schau mal. Der ist echt cool gemacht, oder? Der Platz für den Helm. So viel dazu. Hier gibt es zwei. Ich bin so doof. Na, den Helm haben wir gefunden. Jawohl, 1000 Erfahrungspunkte obendrein. Das ist sehr gut. Fällt uns nur mehr ein einziges. Wow. So, was haben wir hier noch Schönes? Eine Mana-Pflanze und eine Steinplatte. Da geht's rauf. Ist das so gesund? Hm.
Aha, da geht's rauf, okay. Heureka! Wow. Mhm. Lalli, lalli, la, lalli, la, lalli, la. Schön. Da geht's tatsächlich weiter. Ich würde sagen, Spiel speichern. Das lief gut. Fehlt uns nur noch ein Teil. Wow, wie schön. Dann können wir zu Ursugar zurückgehen. Problem ist wieder mit einer Telekinese-Dingens. Gibt es hier irgendwo einen Schalter? Gibt es hier irgendwo einen Schalter, den ich auf diese Weise aktivieren kann? Da oben irgendwas. Nö, gibt's nichts. Das war Blödsinn jetzt. Ich habe eine verschwendet, das will ich nicht. Ja, da ist der Hebel. Den bräuchte ich jetzt für diese Tür. Wo könnte dieser Hebel sein? Der ist sicher wieder unten irgendwo. Das heißt, ich muss nochmal runter. So. Oh, hoffentlich habe ich mich jetzt dann erst wo festgeglitscht. Nein, alles gut. Alles gut. So, wir brauchen einen Schalter. Wo könnte der sein? Wo könnte das sein? K.A. Es muss aber was geben. Ach, wie ist das hier? Wie hat das... Wie war das hier? Wie war das hier? Ich habe es wieder mal voll und ganz vergessen. Man möge es nicht glauben. Ich verliere was. Das muss doch irgendwie möglich sein. Na? So ging das nicht. Okay. Ich hab's vergessen. Wieder einmal. Vergessen. Ah, warte. Vielleicht kommt mein Erinner mich gleich wieder. Wartet kurz. Mal das hier hochklettern. Was haben wir da drüben? Was ist denn da drüben? Ist da drüben vielleicht was mit... Magie wirkt hier nicht. Okay. Oh nein. Headset, hör auf zu spinnen. Bitte nicht. Sei brav. Untersteh dich, ich schwöre dir. Willst du wieder so komisch knistern anfangen? Sicher nicht. Reiß dich zusammen. Ich bin doof. Ich bin doof. Aber mein Erinnermich ist, glaube ich, schon wieder da. Warte, ich habe ja gespeichert. Ich brauche nicht speichern. Fortsetzen. Ich weiß es, glaube ich, wieder. Na, lass mich. Hier. Boah, Glück. Und die Wand entschlagen. Sieht brüchig aus. So lief das. So lief das, genau. Katsching, katschang, katschung. Jawohl. Oh. Irgendetwas zückt die Waffe. Achso, nur ein Untod. Ein Untod. Husch. Ich hab den Hinterrad zerlegt. Lol. Oh, ich glaube, da kommt ein Echsendepp. Wusch. Na komm, du Skeletti. Jawohl, der ist erledigt. Untote Watschka. Ja, da kommen sie schon. Ich hätte vielleicht sogar vorspeichern sollen, ich Idiot. Aber was soll's. Wusch. Wuschi. Ja. Okay. Ja. Ja. Hallo, hallo. Meine Herren, so geht das nicht. Wusch. Ja. Lassen Sie auch nicht treffen, ne, die Bastarde. Der hintere. Du Gradler.
Wieso greift ihr das nicht an? Ja. Tja. Wenn wenigstens mal einer abnippeln wird, ne? Das wäre schon so unglaublich viel geholfen. Wow. Jetzt wird's knapp. Jetzt werde ich sterben. Ist gar nicht anders möglich. Weil sobald du die Deckung vernachlässigst, ist schon vorbei. Was? Automatisch? Ich probiere mal. Bin ich da vielleicht schon drüben, auf der anderen Seite? Das wäre gerade cool. So viel zur anderen Seite. Levitieren. Hui. So. Was? Und wieder die Wand einschlagen. Die zwei Skelette machen wir fertig und dann gehen wir speichern und dann machen wir die Untoten fertig. So machen wir das. So machen wir das. Ja, ja. Dusch, zack, kaputt. Skelettis. Skelettis? Keine Skelettis. Warum nicht? Was? Wo sind die jetzt hin? Jetzt kommen sie alle drei, ne? Das ist ja mal schlau. Alle vier, Entschuldigung. Ja. Jawohl. Alter, ich hab hier geblockt, du Dreckschwein. Ja. Ja, ja, ist schon gut. Sicher. Ja. Ja. Oh. Alter Schwede. Dieses Kackskelett, ne? Ah. Ja. Jetzt ist das Skelett hinter mir. Das ist super, ist das. Das ist ganz, ganz super. So eine Drecksbagage, echt. Jetzt stehen sie hinten bei den Echsentypen. Es ist unglaublich. Ist halt ja echt ungut wieder mal. Ja. Alter, der watscht mit der Arme, ne? Ja. Bist du deppert, Alter? Das macht so viel Schaden. Ja, es kommt das Skelett. Du Kackskelett. Alter, das ist so schwer. Bock schwer, elendiglich schwer. Was ist, wenn ich mich hinten runterfallen lasse? Schnell rechts. Hüpfen den runter. Komm. Sind zu doof dafür, oder was? Hoch mit dir. Maruk. Und was ist jetzt, wenn ich... Haben wir irgendwas zum Abballern? Nö, ne? Solche Attacken haben wir nicht. Na, Magier sein wird sicher cool. Was ist, wenn ich jetzt einfach sage, ich bin Bogenschütze? Okay, das macht keinen Damage. Aber gar kein Damage. Wie schaut es mit der Armbrust aus? Weil wir haben ja Stärke, ne? Wäre die dienlicher? Die wäre dienlicher. Schauen, was die Schaden macht. Okay, die dauert aber 30 Jahre, bis die... Aber sie macht Damage. Das ist ja schon mal was. Ist zwar ein bisschen lame, das Ganze, aber... So haben wir eine Chance. Dauert halt 30 Jahre. manchmal muss man sich eben zu helfen wissen, auch wenn es nicht besonders fein ist.
sind zu doof zum Runterspringen. Wahrscheinlich würden sie da eher sterben, ne? Und dann würden wir keine Erfahrungspunkte kriegen, weil die sind ja nicht durch unsere Hand gestorben, sondern durch einen Unfall. Boah. Ja, triffst du mal was? Ja, schaut nicht so schlecht aus. Na, das hat nicht getroffen. Husch, irgendwas ist mal umgefallen. Ja, das schaut auch gut aus. Sehr gut, da fliegen die Trümmer. Unglaublich. So, und jetzt haben wir noch das eine Skelett. Jawohl, und ein Schuss noch und dann haben wir es geschafft. Alter Schwede, sehr gut. Ja, manchmal geht es eben mit Umwege. Speichern auf jeden Fall, das ist wieder speicherungswürdig. So, und weiter geht's. Ruck. Noch einmal Levitieren einsetzen. Und dann glaube ich, dann haben wir das wenigstens schon mal geschafft. So, zum Glück habe ich so viel gekauft, ey. Also wir. So, Levitation. Hui, 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 hui. Hui, na, jawohl. Hat hingehauen. So, ein paar Goldmünzen, eine Fackel und unseren Reserveknochen. Das nehmen wir natürlich alles mit, das kann man immer brauchen. Wieder Gold und ein rohes Stück Fleisch. Ein kleiner Heiltrank und ein paar Goldmünzen, Echsenschwert, noch ein Echsenschwert, Skelettchen, hat auch ein paar Goldmünzen, Fackel und einen Knochen, ein Holzschild, einen Säbel, Entschuldigung, weil die Haare zurecht drücken, die kitzeln mich so furchtbar. Das war's. Das werden wir sofortig speichern. So. Und die schwere Truhe öffnen. So. So. Okay, verdammt. So. Na, wieder falsch. Scheiße, ein blaues hat noch gefehlt. So, so und so. Jetzt haben wir es. Entschuldigung. So. 205 Goldmünzen. Titanen. Zepter haben wir bekommen. Starke magische Heilung und Schlösser öffnen, nehmen wir alles mit. Puh, sauber. Geht ja, wenn man will, ne? So, da haben wir den Hebel, den machen wir auch gleich. So, sehr gut. Und dann geht es hier auch schon weiter, indem wir die Wand einreißen. Aber zuerst wird wieder mal brav gespeichert. Hui. So, und die Wand einreißen. Sieht brüchig aus. Sehr gut. Automatisch gespeichert ist auch noch. Das ist sehr schön. Noch einen Schluck trinken. Auf euer Wohl. Alter, soll ich das Glas wegschmeißen? Du Kasperl. Machst die Wand hin. Alter, fast mit verschluckt. Völlig unfreundlich, echt. Du Scheißviech, du dreckiges, elendiges Scheißviech. Geh endlich ein. Du sollst eingehen. Ja, kratz dich nur, hast du recht. Du stinkst. Das nur, weil ich einen Schluck Wasser nehme, ne? Bist schon verhaut, Vollgas. Vollgas verhaut. Dieser Stein sieht brüchig aus. Ja, ja, mach den kaputt. Und gut ist. Ist das gemein, ey. Ein Auge juckt. Voll gemein, ey. So, zurückgehen. Aha, nichts erwischt. Arschgesicht. Was ist denn da hinten? Schwör so eine untote Aschebestie. Jetzt kennst du auf mit den Scheißviecher. Ich finde die Taste gerade nicht zum Heilen. Ja, Siege, bleib hängen.
So bitter. Das ist unglaublich. Und ständig verreißt es einen, ne? Ja! Bist du deppert? Ja, das ist echt scheiße. Also wirklich, die Stelle hier ist schon wieder zum Kotzen. Also wirklich, das kann das echt. Müssen die immer. Sie müssen. Natürlich, sonst bleibt es nicht spannend. Das ist echt weh. Na los, brich ein. Bitte. Hallo? Jawohl. Ach, ich hab's wieder aufgemacht. Ja, sehr gut. Fast. Endlich stirb er weg. Das ist der nächste. Und die Asche-Scheiße kommt auch. Die heißt so. Ja, siehe, stapft er draus. Ja. Wow. Ich muss weg. Da komm ich ja drüber, ne? Rauf. Rauf. Wow. 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 Armbrust. Wow. Klappt nicht, oder was? Wow. Wieso kann er die Aschebeste nicht anzielen? Zielen. Jetzt. Schieß! Wow. Es muss ein Leben gehen, es tut mir echt leid. Boah, das ist gerade echt. Meine armen Nerven. Ich schieß in den Arsch, du Mistviech. Da. Alter. Aber die kann echt weit springen, ne? Das blöde Mistviech. Ja, einmal noch. Dann ist sie hoffentlich hin. Gott sei Dank. Und der Kackkrieger noch. Dann haben wir es schon überstanden. Na, würdest du denn anvisieren, bitte? Bevor du ihn. Wow, geh nicht so weit nach vor, du Depp. Der wollte mir im Springen schlagen. Hallo? Jetzt haben wir. Oder auch nicht. Ich triff ihn nicht. Na gut, der wird wohl hoffentlich so gehen. Ja. Ja. Jawohl, flieg weg. Wow. Krasses Pferd. Wow. Schnell speichern. Nicht schlecht, Herr Specht. So, rüber hier. Na komm, hoch. Wow, ey. Das war jetzt. Ich mag die Stelle. Gott sei Dank ist es hier so hoch. Die hätte uns jetzt fertig gemacht, das Scheißbiest. Wow. Was ist hier? Ein Bolzen, okay. Da habe ich ein paar verschossen aus Versehen, ne? Ja. Also wirkungslos verschossen. Ist sicher nicht die feine Art, was ich hier mache, aber. Effektiv. So, haben wir hier jetzt Ruhe? Bitte? Ich werde einmal speichern, wieder mal.
Nicht, dass es hier noch Fallen gibt und ich dann. Und ich dann deswegen draufgehe. Ich hab's gerade gesagt, ne? Falle. Mal von vorn. Geht doch. Was haben wir denn hier? Bolzen, Lichtzauber, Telekinese, Diamant und einen Teller. Sehr gut, nehmen wir alles mit. Wow. Wow. Da geht's auch runter. Ich muss wieder. Nein, du Depp. Speichern. So, speichern, ja. Wow. Der Hebel. Schluck. Lava. Ah, da sind wir. Alles klar. Okay. Dann könnten wir eigentlich uns noch in diese Fallgrube stürzen lassen. Ich habe keine Ahnung, was uns da unten erwartet. Ja, nix gut. Das war jetzt wieder nur Glück. Okay. Alles gut. Alles gut. Wir gehen halt einfach mal hier unten raus. Das passt auch. Alles gut. Levitieren. So. Wir werden uns jetzt darüber levitieren. Das können wir nämlich gut. Das können wir. Das schaffen wir. Das passt. Super. Aufhören mit dem Zauber. Alles gut. So, gibt es hier Trüchen? Gibt es irgendwas versteckt überhaupt? Ich glaube nicht wirklich, ne? Können wir hier irgendwie hoch? Irgendwie konnte man hier hoch. Ah, da glaube ich. Warte, langsam. Da ging es hoch, richtig. Ah, meine Haare jucken. Kitzeln mich, so muss ich sagen. So. Gut. Das zu dem. Dann müssen wir hier zurück. Und es gibt hier einen zweiten Weg, den da drüben. Den haben wir noch nicht erkundet. Und das machen wir jetzt aber auch. So. Ach so, Schwachsinn von da sind wir gekommen, ne? Oder? Na, sind wir nicht. Schaut nur gleich aus. Alles gut, schaut nur immer gleich aus. So. Können wir hier im Kreis laufen? Es schaut nur gleich aus. Alles gut. Und hier rüber geht's raus. Wow. Auf jeden Fall speichern. Das lief echt gut. Jetzt fehlt uns nur noch ein Teil. Ein einziges. Es ist so cool. Ey, ja, ey. Mann, komm jetzt, du Sauviech. Das gibt's ja nicht. Diese Viecher, die nerven. Es ist ein Wahnsinn. Können sie endlich mal aussterben? Ey. Na, würdest du blocken oder irgendwas mal parieren oder abwehren? Irgendwas? Nein. Kein Bock. Der hat keinen Bock. Trinken. Richtig. Trinken, trinken, trinken. So, das hier und dies hier. Perfekt. So. Oh, Echsenmensch. Und eine Aschebeste? Nochmal? Hör auf. Ich hab schon genug von diesen Viechern. Hallo, Echsentrottel. Komm nur her. Bounce. Ja, ja, schon gut. Ja. Bounce. Jawohl. Ja, schön. Das waren drei auf einen Streich fast. Ja, und der 14. Teleporterstein. Ich habe nicht gelesen, was das jetzt für einer war. Weil ich so schnell gedrückt habe. Entschuldigung. Aber das holen wir jetzt gleich nach. So, indem wir mal als erstes speichern. Und dann lesen wir uns das mal durch, was das ist. Fortsetzen. Wir haben bekommen den östlichen, südlich, südwestlich... Frosch im Hals. Moment. Mal kurz husten. Und was trinken vielleicht. Alter. Voll verschossen. So, westliche Vulkangrotte.
Was das? Eher östlich wahrscheinlich, ne? Nordöstlich Tempel, Hafen. Wird schon das sein? Westliche Vulkangrotte? Östliche Vulkangrotte. So, westlich und östlich. Das wird jetzt östlich sein. So schaut's aus. Gut. Wir nehmen die Pilze mit. Alter, voll verschossen. Und das taugt mir gerade gar nicht, dass da eine Aschebestie ist. Da unten wahrscheinlich irgendwo, ne? Das ist miese Vieh. Ah, da drüben. Was sehen wir da? Magische Barriere. Magische Barriere. Wir werden noch zuerst... Habe ich jetzt die Truhe schon geöffnet? Na, oder? Habe ich die jetzt geöffnet? Nein. Ja, richtig, auf Anhieb. Super. Ein rostiges Schwert, kleiner Heiltrank, Verwandlung in eine Asche, Bestie und ein goldener Pokal. Jo. Fein. Fein, wir kommen unserem Ziel schon immer näher. Und fortsetzen. Oh, so, ihr Sauviecher. Ja. Jawohl. Ja, sag einmal. Jawohl. Obsidian. Du bist mein... Ich glaube, ich habe irgendwo Obsidian vergessen. Das wäre nicht so gut. Das hat sich gelohnt. Yeah. Eisenerz. Oh, hoppla, das ist kein Obsidian. Eisenerz. Es ist so hell hier drinnen, dass ich es nicht erkannt habe. Sorry. Da ist ja noch so ein Gradler. Ja, Bounce. Komm her, du Panzergrille. Das ja. Sag ich Zement. Was soll ich denn das? Ja. Bounce. Bounce. Ja. Jau. Schau dir das an. Hallo, ja. Hallo. Au, au, au. Bounce. Okay, zurückhüpfen geht nicht gut momentan. Sie ist weg. Au. Ja. Bounce. Jawohl. Mua. Mua. Ah, ah, ah. Eisenerz und was trinken. Den da. Und es ist wieder so dunkel. Tut mir leid. Licht. Da hinten krebst was rum. Ich glaube, das ist eine Echse. Ah, na, Skorpion. Ist fast dasselbe. Puh. Warte, da war ein Eisenerz irgendwo. Da. Da, komm her. Ab mit dir in unsere Tasche. Jo. Hui. Na, ich freue mich gerade. Also, wir kommen da echt super voran. Jetzt müssen wir kurz auf die Uhr klupschen. Ich meine, kann nicht vorbei sein. Hm? 50 Minuten, dann ist die nächste Pause, unter Anführungszeichen, für unsere lieben YouTube-Leute. Dann haben die genug gelitten. Ihr müsst natürlich weiter leiden, das ist ganz klar. Ne? Ihr lieben Twitch-Leute, ihr müsst leiden. Ihr müsst mit mir mitleiden. Das ist im Vertrag so vereinbart, den ihr mit Blut unterschrieben habt. Ja, wie ihr wisst, nichts von dem. Ja, siehst du, passiert das, das geht über Nacht. Auf einmal hat man da so einen komischen Vertrag. Alter, würdest du mal was treffen? Ja. Oh, schau. Ich muss nur drum bitten. Geht schon. Ja. 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 Oh. Ja, der ist mal weg. Komm. Ja. Bounce. Und du bist auch. Zwei. Alter, komm's her. Ja. Bounce. Bounce. Alter, du Mistviech. So, fast. Jetzt aber. Jetzt aber. Immer schön her mit euren Sachen. Und irgendwo da ist noch der vierte.
Supi. Ein kleiner Trank, das müsste reichen. Ja. Und wir tun noch speichern, weil das gut lief. Und wir nutzen noch einen Mana-Trank, einen kleinen, würde ich vorschlagen. Eben deshalb. Und vielleicht noch einen kleinen Heiltrank. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Du nochmal speichern. Nochmal da drauf. Das passt schon so. Und weiter geht's. Wo ist meine Fackel? Da oben. Ach, die soll da oben verschimmeln. Ah, ja, ja. Mann, die Viecher schon wieder. Ist da ein Loch für den Nautilus? Alter, diese Viecher. Ja, oh, das ging gut. Ruhe in Frieden. Genau. Na, das ist nur Fassel, ne? Ja. Einmal Eisenerz, das nehmen wir gerne mit. Moin. Baum. Chepper. Sehr gut. Ein kleiner Bernstein. Supi, den haben wir mit abgebaut. Das ist fein. Den nehmen wir auch gern mit. So. Jetzt hüpfen wir noch darüber. Und schauen uns da oben noch schnell um. Ah, was haben wir denn da? Ein Skorpionchen. Mehrere sogar. Und Gold. Ja, schau. Wow. Der hat es überstanden. Da haben wir noch so einen Gradler. Ja, ja. Und Bounce. Na, nicht ganz. Na, sag einmal. Jetzt aber. So ist gut. Und das Gold nehmen wir mit. So, schön abbauen. Ja, ja, so muss das ausschauen. Na, ich bin voll zufrieden. Wir kommen echt gut voran. Das passt mir so. Das gefällt mir so. Ja. So, hier noch irgendwas. Nicht wirklich, ne? Da unten. Da haben wir noch Gold. Das würde ich gerne mitnehmen. Aber zuerst speichern. Und dann wird die Aschebestie verhauen. Jawohl. Na, fallen wir runter. Einfach mal ernten. Und dann probieren wir unser Glück. Abermals. Nette Ausbeute. Nette Ausbeute, du sagst es. So. Oh, den habe ich nicht gelootet. Sorry. Hier gibt's. Aber das haben wir gemacht. Zu holen. Passt. Halt, falsche Richtung. Oder? Darüber haben wir gemusst, ne? Oder spinne ich jetzt? Na, da oben, passt schon. Entschuldigung. Orientierungsprobleme. Aber nur leichter. Ist alles heilbar. Hat man mir halt gesagt. Ist nichts Ernstes. Ui, da steht ja schon der Gradler. So. Speichern. Und fortsetzen. Servus. Ja, wir gehen zurück. Du Scheißviech. Ja. Ja. Zurück. Scheiße. Ja, ja, das war klar. Wow. Scheiße. War mal nicht getroffen, die ist wieder Kacke. Ist schon wieder Kacke. So. Aber kriegen wir alles hin, keine Sorge, alles gut. Das wird schon. Nach ungefähr 50 Versuchen. Ha. Hey, bin ja ausgewichen, du Gradler. Gut, so muss das ausschauen. Und wir saufen wieder was. So, gleich zwei kleine. Jo, weil die gehören hier weg. Und da haben wir Obsidian auch noch. Aber zuerst wieder mal, wie gehabt, speichern. So. Und dann bauen wir das hübsche Obsidian ab. Sehr gut. Ha, wie schön.
Vielleicht können wir sie ja für irgendwas noch brauchen. Vielleicht für die Reparatur der Rüstung oder so. Wir dürfen gespannt sein. Und ein allerletztes Mal mit diesem Zauber hier werden wir die magische Barriere öffnen. Paum! Unsere hübsche Waffe zücken und schauen, was uns hier erwartet. Einmal automatisch speichern. Ich warte nur noch, bis mir irgendwas wieder auf den Kopf fällt. Hallo! Da sind wir schon. Baum. Oh. Du Sau. Ja. Jawohl, einen haben wir erwischt. Der hat uns wieder erwischt. Das ist sehr schlecht. Ihr kriegt lang schier. Ich mag die Ex-Menschen nicht. Die sind so fies und stark und gemein. Ich mag die nicht. Das ist so böse. Ich habe immer das Gefühl, ich habe keine Rüstung an oder was. Hallo. Jetzt kommen sie nicht. Hallo. Es sind drei. Hallo? Ihr Blindfische? Na bitte, geht ja. Alter. Aha. So machen wir das. Okay. Alter. Okay. Jetzt bist fertig, du Krüppel. Jawohl, irgendwas haben wir getroffen. Jawohl, irgendwas ist hin. Jawohl. Gut, wir haben wieder was getroffen. Jawohl, der ist hin. Nichts getroffen. Jawohl, irgendwas haben wir getroffen. Wow, blocken, 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 blocken. Wow. Du schierer Gradler. Jawohl. Ich trau mich nicht mehr. Jawohl. Getroffen. Jawohl. Bist du narrisch. Alter Schwede. So, und mitnehmen das Zeug. Bist du gescheit, ey. Na, ist ja nicht zu fassen, oder? Haben wir alles? Da ist noch was. Jetzt, ja? Jetzt haben wir alles. Alter Schalter und Fuchs. So, Fackel. Da ist auch eine. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwarten tut. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen falsch gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob uns noch jemand angreifen wird. Also hier in dem Raum da, so muss ich sagen. Da hinten ist eine Beere. Oh, Heiltränke gibt es auch. Ja, das nehmen wir gern mit. Das ist uns sehr willkommen. Willkommen. Was haben wir da? Eine Karte. Hier gibt es eine Karte der gesamten Anlage. Danke. Ja. So, Heilwurzel. Da müssen wir dann, denke ich, hier weiter. Ah, wieder eine Aschebestie. Ernsthaft, diese Viecher. Eine Fackel. Okay, da kann man nichts aktivieren. Ah, ich sehe schon, Büsten braucht man wieder. Für den Raum hier zweimal. Okay, wieder zwei Büsten.
Ja, dahinter ist schon unser Tod wieder. Ich hör's. Das heißt, wieder speichern. Und die Tür einschlagen. Ach, geht nicht. Schalter. Kein Schalter. Nein. Nein. Wirklich? Kein Schalter? Das ist aber sonderbar. Wie soll das sonst klappen? Ich hätte schon gedacht, dass es hier mit so einem Dings da gehen müsste, oder? Wirklich gar nichts? Gar kein Schalter nicht? Vielleicht was mit drüber kraxeln? Dass das so gar nicht gedacht ist. Ja, ich bin auch nicht so gedacht, schätze ich mal. Was? Wäre das jetzt gegangen? Nö, oder? Na. Dann müssen wir halt doch hier lang. Ein Hebel. Da haben wir schon mal eine Büste. Das hier schaut mir ehrlich gesagt nach einer Falle aus. Deshalb holen wir sie uns her. Oder ist es keine Falle? Ernsthaft? Sieh, es ist eine Falle. Siehst du? Eine Falle. Großartig. Eine Falltür war es halt nur, okay. Hier unten zuerst schauen. Nein, ich würde schon zuerst gern. Kann man hier durch? Ach so, Hebel. Nein, nicht so. Hebel. So. Wow. Wo bin ich denn hier? Alter, Alter. Wow. Ja. Zack, ja. Der ist hin. Gut. Licht. Fackeln, Heiltränke, okay. Das ist jetzt gar nicht gut, dass ich da runtergefallen bin. Mist. Naja. Ich bin halt ungeschickt. Da. Tue ich aber trotzdem speichern. Auch die Fails müssen gespeichert werden. Na, nicht müssen, aber können ruhig, sollen vielleicht. Na, da ist gar nichts. Sind zwar wieder viele von diesen Ringe, aber die können irgendwie nichts. Hier vielleicht? Na, ne? Hallo. Ja. Ja. Da kommt doch schon der Nächste. Selbstverständlich kommt der Nächste. Würdest du bitte hier reinlaufen? Danke. Ja. Jawohl. Wow. Du Sau! Oh, mach Herz auf! Mann, das gibt's nicht. So langsam immer sein, ne? Ja! Und sofort wieder, ne? Ich hab doch ge. Bin am Überlegen, ob ich den anderen Spielstand jetzt nehme, wo wir oben sind.
aber... Fail ist Fail, ne? Wenn man failt, dann muss man auch dafür Buße tun. Arschlochviech. 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 Wie geht denn das? Mit beide. Wie geht das? Ich blocke, der hinten. Boah, das ist echt scheiße. Ich schlag die Füße weg, du Mistviech. Aber gar nichts treffen. Ja, ja. Dass das überhaupt sein darf. Ja. Ja, ja. Jawohl. Ja. Okay. Jawohl, der hintere ist mal hin. Ist hier schon mal was? Ja, ja. Du Arschviech. Ja. Jawohl, der hat gesessen. Ja. Ja. Jawohl. Alter. Na, muss das sein? Wieder ein kleines Tränkelein. Ich glaube, wir müssen da unten auch noch säubern, ne? Das ist ja jetzt erst später, oder? Den Hammer zerlegt. Was hat denn der schönes? Goldmünze, ein Holzschild, einen Ring mit Geschicklichkeit plus 5, einen großen Heiltrank, rohes Fleisch und einen Dietrich. Nehmen wir gern mit. Das ist okay. Eine Schaufel und eine Spitzhacke und eine. Ja, mehr nicht. Das schaut schon wieder so aus wie bei dem einen komischen Dingens da, ne? Wo wir schon einmal waren, unterm Vulkan. Speichern. Fortsetzen. Da waren wir jetzt, ne? Ja. Gut, hier scheint nichts zu sein. Hier scheint auch nichts zu sein. Das Obsidian nehmen wir gerne mit. Bin gerade voll angespannt, ne? Ich rechne da immer mit irgendeinem Gratler, der mit ins Kreuz schlagen will. Irgendwo geht's da schon wieder hin. Vielleicht ist das eigentlich schon der Rückweg gedacht. Spitzhacke. Okay, die Wand kann man einschlagen. Wollen wir es doch gleich mal. Ja, war klar. Gratler-Alarm. Jawohl, irgendwas haben wir erwischt. Jawohl. Gut, 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 gut. Wow, wow, wow. Erwischt haben wir trotzdem. Okay, du Sau. Ja. Jawohl. Fast. Jawohl. Und trinken. Ich würde sagen, die Kleinen brauchen wir mal auf. So. Es ist ja unglaublich. Und ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo wir da schon wieder sind. Auf jeden Fall muss ich mal speichern.
fliegst irgendwo mal runter und dann kommst irgendwo wieder raus und mit irgendwo ist wirklich irgendwo meine Pflanze. Ist gut, nehmen wir gerne mit. Und dann stehst du da schon fast ein bisschen an, wo du gerade bist, auch wenn wir die Karte und so haben, trotzdem. Geht da was? Nö. Da was? Nein. Bist du irgendwas? Nein. War klar, oder? War so klar. Da braucht man nichts mehr dazu sagen, oder? Dreck, verdammter. Wie machen wir das jetzt wieder? Das heißt, da müsste es theoretisch mit dem hier einen Hebel geben. Und der ist auch schon. So. Jetzt fällt hier nichts mehr runter. Du kommst wieder Asche, Bestie. Voll mit diesen Scheißviechern. Na, es ist ein Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Sind es eine oder zwei? Auf jeden Fall untot. Ja, sicher, ist klar. Ja, sicher, freilich. Weich aus! Das kann doch nicht so schwer sein, dem auszuweichen. Jawohl, geht ja. Machen wir es eben halt auf diese Tour. Was soll man machen? Tja, und ja. Speichern vielleicht. Nein, speichern. Du lause Dings. Ja, sieh, ist dann fake. Geh ein. Alter, du Mistfink. Geht ja. Und ist eingegangen. Und Licht. So, Heiltrank, eine Steinplatte, ist okay. Das war's dann wieder. Ja, das war's wieder. So. Und hier sollen wir uns rüber levitieren, ne? Sehe ich das richtig? Die spinnen ein bisschen, oder? Also drüben ist eine Aschebeste, das wissen die schon, oder? Natürlich wissen die das, sie haben es ja programmiert. Ja, schon klar. So. Bei manchen Dingen bin ich mir einfach nicht sicher, ob ich weiß, was ich tue. Warte, ich werde den da nehmen. Und Friedrich. Für Arsch und Friedrich. Ach, herrje, Emine. Ja. Normal müsste ich ein Skelett beschwören, wenn das nur nicht so schnell sterben wird. Freilich, ne? Na, komm hier auf. Ja, jetzt bleibt er stecken. Jawohl, Glück gehabt. Wow, sehr, sehr gut. So. Sehr gut. So. Wow. Und speichern. Ja, es ist schon Arbeit dahinter, echt. Muss man schon sagen. So, kann ich hier, gibt es hier einen Schalter? Ja. Den machen wir mal auf.
Will mich wieder was umbringen. Na, da war ich nicht. Ah, wir sind hier. Wie schön, wir sind hier. Das ist schon mal gut. Da freue ich mich. Sind wir quasi einmal im Kreis herum. Ich sehe da für die Nautilus, sehe ich da was. Und hier um die Ecke geht es weiter. Was auch immer uns hier erwarten tut. Aha, okay, der Rückweg ist das bestimmt. Das heißt, mit der Nautilus müssen wir da durch. Ganz bestimmt sogar. So. Also gibt es jetzt wieder eine Verwandlung in eine Nautilus. So, da rücken wir durch und dann ist gut. Mal auf die Uhr schauen. Nebenbei. Oh, haben wir noch Zeit. Alles gut. Also das dachte ich, da gibt es mehrere Wege. Ich stelle mich mal hier hin. Würdest du deine scheiß Waffe ziehen? Es ist unglaublich, wie eine Schlaftablette. Es ist so mühselig, echt. Es ist echt ein bisschen, aber nur ein bisschen. Wo sind wir da? Ah, hier. Okay. Na, was? Das ist echt... Bäh. Das ist einfach schon langsam... Bäh. Er sagt sie... Ihm kommt auch schon das Kotzen. Na, die Stellen hier sind echt... Pfui. Das ist ja wieder mal milde ausgedrückt. Zück die Waffe, lauf im Kreis, mach irgendwas, ja. Er bewegt sich kein Millimeter, ne? Die Verwandlung ist... Boah. Ich meine, na. Als ob er keine Füße zum Gehen hätte. Oh, du Sau. Mann, hör auf. Na bitte, geht ja. 12 Goldmünzen und ein kleiner Heiltrank. So. Apropos Heiltrank, das nehmen wir auch mal. Und natürlich wird gespeichert, weil es doch jetzt gut lief, bevor ich wieder einen Fehler mache. Ne? Okay, das geht auf. Hier drinnen haben wir 100 Goldmünzen, ja, einen Ring mit Axtkampf Plus, zwei kleine Mana-Tränke und einmal Delikanessa. Einmal. Aber nur einmal. So, das ist die Frage. Müssen wir das jetzt wieder raus telekinesen oder reicht das, wenn wir den Hebel benutzen? Ich probiere es jetzt einfach mal. Boah, scheint so zu gehen. So, Licht wäre auch wieder schön, ne? Ah, warte mal, jetzt wird es gleich gespeichert. So, da haben wir eh schon wieder Licht. Na, doch nicht gespeichert. Okay, das Automatische geht nicht immer. So, die erste Büste haben wir schon mal. So. Dann sind wir wieder hier. Beim Eingang, wenn man so möchte. Und wir speichern das wieder. So, jetzt müssen wir da lang. Glaube ich. Könnte aber auch da oben drum sein. Da oben drum, weißt du? Ich möchte trotzdem mal... Na, stimmt nicht. Die andere Büste war da drüben. Aber es könnte trotzdem oben drum sein. So. Hier lang, ne? Ich sehe nichts. Geh ich, du Scheißding. Und alle hopp. Jawohl. Die Büste, der Heiltrank und die Fackel. Und dasselbe nochmal zurück. Heureka! Sauber. Da drüben, da war ich noch nicht, glaube ich. Vielleicht kurz speichern, weil wir jetzt die zweite Büste haben. So. Und vielleicht Telekinese. Gibt es hier einen Hebel? Na, nur den Hebel. Also da ist nichts, ne? Da ist aber Gefahr. Ja.
Frage, ob wir halt darüber müssen, ne? Ein Versuch, ich habe gesperrt. Ein Versuch ist es ja wert. So. La, 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 la. Da liegt zumindest mal eine Fackel. Ganz verdächtig. Da drüben wird's gehen. Ich speichere das. Nein, speichern. Ich mache das mal separat. Da. Separat ist gut. Ich werde es wieder überspeichern, wenn es gut läuft. Da haben wir eine Fackel, die nicht benutzt werden möchte. Sind das meine? Da sind wir. Okay. Ich weiß schon, wo wir sind. Alles gut. Einmal Heilkraut. Was? Kleiner Trank. Also ein heilender. Da haben wir was drinnen. Was staubt. 300 Goldmünzen. Bist du narrisch Ring. Maximale Lebensenergie. Zwei Heiltränke und einmal Nautilus-Verwandlung. Super. Nehmen wir alles gerne mit. Und hier. Oh, da ist auch was drin. Super. Jo. Starke magische Heilung, eine Fackel und ein goldener Kerzenleuchter. Das nehmen wir auch mit. Freulich. Gut. Da hinten eine Mana-Wurzel haben wir noch. Hm, haben wir da was versteckt? Nein. Gut. Dann würde ich sagen, ich speichere nochmal. Ja, ich bin übernervös und vorsichtig. Das kennt sie eh schon von mir. Feuer! Da ist Feuer! Schau mal, langsam. Feuer. So, wie hoch geht das Feuer? Zu hoch, ne? Ah, ich sehe schon. Telekinese und Hebel. Das müsste Ruhe sein. Jawohl. So, was haben wir da? Einen Heiltrank. So, wie kommt man da jetzt rein? Ich probiere was. Tja, tatsächlich. Sauerei, oder? Wieder raufscrollen, hierhin speichern, fortsetzen. Ist eine Sauerei, oder? Ja, ist klar. Dass hier wieder so ein Gradler wohnt. Jawohl, wie gesagt. So. Ein paar Goldmünzen, ein paar kleine Heiltränke und sein Ersatzknochen hat er da. Ich mache wieder Licht. So, gibt es hier irgendwas noch Besonderes? Nicht gleich so viel. Eine Steinplatte und zwei Mana-Pilze. Was? Mehr ist da nicht. Mehr ist nicht da. Das ist ein Verarsch-mich-Dings. Ja. So ist das. Ein Verarsch-mich-Dings ist das. Aber so ist es. Wir haben es ausprobiert. Ja. Wir haben das gemacht. Wir haben gesehen, es ist für nichts. Und jetzt setzen wir unsere Büsten ein. So. Die erste Büste kommt dahin. Ich habe jetzt keine Ahnung. Sind das die? Echsenkopfbüste? Büste. Der Kopf eines Echsenmenschen, Priestergrab, Osten der Vulkangrotte, da. So. Die östliche Vulkangrotte, nicht vergessen, die östliche Vulkangrotte. Die östliche, so. Jawohl. Und das knurrt wieder was, ne? Das ist unglaublich, wie es immer knurrt. So. Hallo, Herr Gradler. Bounce. Jo. Der lässt sie wenigstens treffen. Hey, hallo. Du Gradler.
Jawohl, der hat gesessen. Saubere Arbeit. Trotzdem, Tränkelein. Sehr gut. Die Fackel. So, die nehmen wir gerne mit. Und speichern. So, und fortsetzen. Da ist schon wieder eine Tür, ne? Gibt es da einen Schalter wahrscheinlich dazu irgendwo? Aha. Ah, was sehen denn unsere Äuglein hier? Ein Schild. Du saufig, du Dreckiges. Ja, ja. Denkst du, du bist uns so leicht klein? Du Mistviech, du Dreckiges? Jawoll. Wow. Schwache Heilungen zweimal und 10 Goldmünzen. Dann noch sein Echsenschwert und, meine Lieben, das Schild des Titanlords, unser letztes Rüstungsteil. Wupp, 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 wupp. Yeah, wir haben Level aufgestiegen erreicht. Supi. 1000 Punkte für dieses Teil gefunden und nochmal 5000 fürs Gesamte. Super. Jetzt haben wir die Trümmer beieinander. Was machen wir jetzt mit dem Zeug? Da ist was gestanden, Quest und so, ne? So, welche Taste war das jetzt schnell für die Quest? Da. Edric muss die Titanen-Dort-Rüstung neu schmieden. Stimmt, da müssen wir jetzt zurückkehren. Die verfluchten Burgherren, ja, da habe ich überhaupt keinen Plan, wo die... Questkarte. Nö. Gut, wir hauen hier ab. Wir gehen nach Hause. Was? Wo kommt denn der jetzt her? Warte. Wo kommst denn du jetzt her? Hohe Priester. Bounce. Ja. Du, elender Kleidträger, du. Schau das an. Kein Platz zum Kämpfen, ne? Sauerei. So. Der hat Bernstein, kleiner Heiltrank und 11 Goldmünzen. Super, da wären wir reich. So, und Pilze, natürlich. Die hat er sicher nebenbei genascht. Einen Hebel hat er hier versteckt. Der öffnet sicher die eine Tür dort, dass wir schneller in den Hauptraum wahrscheinlich zurück dürfen. Der wahrscheinlich voll mit Gratler ist. Oder auch nicht. Ja, jawohl, der Eingangsraum. Passt, ich bin zufrieden. Wir hauen hier ab. Wir hauen hier ab, wir gehen zu Edric, den Druiden, und lassen uns unsere Rüstung neu zusammenzimmern. Muahaha, muahaha, ja. So, wo geht's da jetzt am besten raus? Ich würde sagen, wir hüpfen darüber. Nicht glitschen. Arschkopf. Jetzt glitscht er sich da fest, ne? Weil er halt hüpft wie ein Kamel. Er hüpft wie ein Kamel, ich kann nichts dafür. So, wo sind wir da jetzt? Na, was? Hä? Was? Okay. Okay, nur einen Hebel betätigen. Gut. Da, nichts wie raus. Nochmal. Mann, ey. Man darf halt hier nicht hüpfen. Wie kann man sie noch so blöd an der Kante festglitschen? Das ist ein Wahnsinn, echt. Mann, ey. Ja. Streng gesehen sind wir schon draußen, oder? Ich probiere mal, ob wir hier schon uns wegporten dürfen. Na, wieder falsche Taste. So, wir müssen zum südöstlich, war das, ne? Südöstlich. Südostküste, da. Bravo, funktioniert. Das ist sehr gut. Das spart mir jetzt ein paar Minütchen. So. Das ist ja verkehrt.
bin ich hier? Vulkanfestung oder was? Hä, wo bin ich da? Ah, da bin ich. Oh Gott, das ist ja voll falsch. Ist ja voll falsch. War das dann südlich ist auch falsch? Nur östlich? Östlich ist ja auch falsch, oder? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Südostküste. Ostküste? War es dann nur die Ostküste? War es dann Ostküste? Warte mal kurz. Ostküste war es. Entschuldigung. Es tut mir sehr leid. Was? Was ist hier noch? Ein Echsenschwert. Lol. Findet man immer wieder neue Sachen an. Wie erleichternd. Wir haben das. Wir haben einen dicken Batzen jetzt mal wieder geschafft. Sehr, sehr schön und sehr, sehr gut ist das. So. Auf das trinke ich mal. Auf euer Wohl, Bröstelchen. Toll, jetzt habe ich die Kamera verrückt. Schaut super aus. Edric, wir haben es geschafft, aber zuerst gehen wir mal hinlegen. Das haben uns ja nämlich jetzt verdient, ehrlich wahr. Bis zum nächsten Morgen pennen. So ist gut. Boah, das hat gut getan. So, und schnell speichern. Und zwar hierhin. Ja, fortsetzen. So, lieber Eldrick, ich habe hier Teile einer Rüstung. Kannst du sie reparieren? Ich habe hier Teile einer Rüstung. Kannst du sie reparieren? Solltest du da nicht besser zu einem Schmied gehen? Sie ist magisch. Es ist die Rüstung des Titanenlords. Verstehe. Du hast sie also gefunden. Komm mit. Ah, jetzt auf einmal kann er schmieden. Vielleicht brauchst du nur eine neue magische irgendwas drüber machen. Oder verkleidet sie einfach mit Alu. Dann glänzt sie wieder schön. Und jetzt? So, da sind wir. Ja. An diesem Ort können wir die Rüstung reparieren. Okay. Gib mir die Rüstungsteile. Hier bitteschön. Hier sind die Rüstungsteile. Gut, dann lass uns beginnen. Hokuspo, Kusvieh, die Buslichtus, Erstrahlus, Rüstungstus. Es ist vollbracht. Das, was geteilt war, ist vereint. Cool. Hier ist die Rüstung. Hurra, hurra, hurra. Ja, 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 ja. Viel Glück. Boah, ein Helm wäre noch schön. Warte, wie kann ich jetzt von vorn schauen? Ich will von vorn schauen. Boah. Und wie schaut es mit der Waffe aus? Diesen Hammer? Geht? Klappt? Titanenstab. Habe ich nicht noch so ein Titanenschwert? Bogen, Stab, Zepter. Nö. Aber der Hammer, der ist ein Hammer. Oi. Oh, ja. Vor allem passt auch farblich saugeil zur Armbrust. Natürlich ist ja auch dasselbe Material, ne? Geilo, jetzt haben wir das auch schon geschafft. Was machen wir jetzt? Was stellen wir jetzt an? Was dürfen wir jetzt machen? Berichte den Druiden über den Tempel. Ja, haben wir das? Darf man das? Nein, die Burgherren muss ich auch noch ausfindig machen. Beziehungsweise, wie viel Sechse hat er gesagt, ne? Der Typ, ich frag mal nach bei ihm. Mir kommt vor, wir hätten schon alle. Ist ja wurscht. Gib auf dich acht. Gut, mehr hat er nicht dabei. Alles klar. Das ist wieder speicherungswürdig. Auf jeden Fall. Und zwar hier. Yeah, neue Rüstung. Wie schön. So, wir müssen zur Süd. Ja? Warte, zum Südtempel. Südlichen Tempel. Südwestlich, Südost.
Südliche Ruine, genau so war das. Dort in der Nähe wohnte der eine Knabe, der eine Bursche, der diese Vasallenringe und so, ne? Da. Aber ich glaube, einer fehlt. Einer fehlt und ich weiß nicht mehr wo. Hohohoho. Kein Plan. Werden wir schon anfinden. Müssen wir halt ein bisschen herumstreunen. Jo. Also dafür mussten wir irgendwie jetzt darüber zu dem einen Hütelchen. Da. Da ist das Hütelchen. Servus, Marvin. Ich brauche mehr Infos über deine Untoten. Jo? Ich brauche mehr Informationen über deine Untoten. Zeig mir mal auf meiner Karte, wo genau die zerfallenen Burgen sind, die du kennst. Hm. Lass mich drüber nachdenken. Also eine ist nicht weit von hier im Norden und zwei an der Westküste. Hm, Moment mal. Also eine könnte noch an der Südküste und eine im Osten sein. Aber das ist nur geraten. Ich zeichne es dir trotzdem mal auf deine Karte. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Danke. Wir werden sehen. Super. Ich habe einem untoten Burgherrn diesen Vasallenring abgenommen. Ich habe einem untoten Burgherrn diesen Vasallenring abgenommen. Er sieht genauso aus wie deiner. Dann könnte es tatsächlich mit meinem Ring zu tun haben, dass die Untoten mich aufsuchen. Zumindest ist das schon mal ein Hinweis. Oh Mann, hätte ich dieses verdammte Ding bloß nie angefasst. Such bitte weiter. Wo einer ist, sind bestimmt auch noch mehr. Scheint so, als ob nur untote Burgherren deine Vasallenringe haben. Scheint so, als ob nur untote Burgherren einen Vasallenring haben. Außer bei dir habe ich sonst nirgendwo einen gefunden. Was kann das bedeuten? Ich vermute, dass dein sprechender Geist Patroskon den anderen Burgherren diese Vasallenringe gab, um sie damit kontrollieren zu können. Aber irgendwas ist dabei schiefgelaufen und hat sie allesamt zu Untoten gemacht. Was habe ich damit zu tun? Als du den Vasallenring gefunden hast, hat Patroskon versucht, Kontrolle über dich zu erlangen. Deswegen hattest du in der letzten Zeit immer nachts seine Stimme im Kopf. Oh Mann, wo bin ich da bloß reingeraten? Ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Du musst mir helfen, hörst du? Ich halte das nicht mehr lange aus. Ich arbeite dran. Beeil dich, bitte. Ich werde sonst noch wahnsinnig. Na, hoffentlich nicht. Was bekomme ich eigentlich dafür, wenn ich dir bei deinem Problem helfe? Oh. Was bekomme ich eigentlich von dir, wenn ich dein Problem löse? Alles, was ich habe. Und wie viel ist das? Es wird sich für dich lohnen, versprochen. Das will ich hoffen. Untote sind ganz schön harte Mistkerle. Ich hoffe wirklich, dass du mir helfen kannst, sonst bin ich für immer verloren. Du siehst auch schon ziemlich blass aus. Ich krieg schon seit Tagen keinen Schlaf mehr. Wenn du keinen Erfolg hast, sehe ich bald so aus wie die Untoten. Auf jeden Fall haben wir gute Nachrichten. Dieser Patroskon-Typ ist erledigt. Der untote Burgherr Patroskon ist erledigt. Du hast ihn zerstört? Dem Himmel sei Dank. Dann müsste der Fluch ja gebrochen sein. Aber irgendwas stimmt nicht. Ich spüre immer noch die Präsenz dieser Unholde. Tja, scheinbar ist der Fluch noch nicht gebannt. Nein, ich spüre es. Die Untoten wollen sich für das Unrecht rächen, was ihnen Patroskon angetan hat. Erst wenn du alle Vasallenringe dieser elenden Kreaturen an dich genommen hast, werden sie damit aufhören. Ja, ja, bleib locker. Ich mach das schon. Hoffentlich. Ich halte das langsam nicht mehr aus. Haben wir schon alle, oder? Lass dich nicht aufhalten. Einer fehlt. Karte. Wir haben Karte. Osttempel, Priestergrab. Vulkan. Grotten unterm Vulkan. Inquisitor. Hauptquartier des Don. Hafen. Teil der Insel. Vollständige Karte. Hat er mir die eingezeichnet? Grotten unter dem Vulkan. Hauptquartier des Don. Ja, wo hat er mir das jetzt eingezeichnet? Nirgendwo, dieser Arsch. Entschuldigung. Es fehlt mir erst jetzt noch ein Drum. Das ist jetzt echt wieder typisch, ne?
Das Kasperl hat mir wieder gar nichts eingezeichnet. Ja. Dann muss man das vielleicht so irgendwie herausfinden. Also, wie war das? Hier in der Nähe, ne? Die eine da. Die hatten wir schon, ne? Eins. Dann war. Da oben, weiter oben, na, das Banditenlager. Scheiße, so kriege ich das nie raus. Da glaube ich, hier glaube ich, da? Den da. Den habe ich auch. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ach, das ist wieder bitter. Und genau die Quest will ich jetzt brauchen. Da zeichnet sie mir natürlich nicht in die Karte. Nein, nein, nein. Wieso sollte er denn? Ja. Aber vielleicht Questkarte. Wohl hier vielleicht. Eldrick. Burkhirn. Ah, haha. Da. Das bist du. Super. Hier. Da waren wir schon. Da waren wir schon, da waren wir schon, da und da drüben. Da waren wir nicht, oder? Die haben wir nicht gemacht. Stimmt, da waren wir mit dem Jäger unterwegs und er wollte da nicht runter. Ha! Passt, haben wir schon gefunden. Haben wir schon gefunden. Geilo, perfekt, ich bin weg. Wir sind hier mal weg. Falsche Taste. Wir müssen nochmal rüber zur... Was war das jetzt schnell? Die östliche. Die Öst, der Ostdings, Ostküste, da müssen wir nochmal hin. Da müssen wir ein Stückchen laufen. Wieder dorthin zurück, wo wir die Gnome, ne, wo wir den Gürger gemacht haben. Da waren wir noch nicht fertig, da gibt es noch einen Bereich mit Untote und den machen wir jetzt. Ja. Heilwurzel. Den machen wir jetzt. So. Warte, Uhr noch schnell schauen. Für die YouTube-Leute ist gerade Schluss. Einen Moment bitte, ich stelle mich mal da so her. Kann man da schauen mit Sonnenuntergang oder Aufgang? Sonnenaufgang. Schau, machen wir so ein bisschen, ha? So ist das schön. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für euch. Also, ihr lieben YouTube-Leute. Ihr Twitch-Leute, bleibt bitte hier, wir machen gleich weiter. Also ihr lieben YouTube-Zuschauer, meine Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!